Ja, da haben wir seine ehemalige Partnerin, die von Marvin Chan, Narumi Takahashi und Ryuichi Kihara. Dickes, fettes Trainerpaket geschnürt. Mit Yuka Sato, mit Jason Dungeon. Und die japanischen Fans sind auch da. Das japanische Fernsehen war auch da. Die Kollegen sind deshalb gekommen, weil hier Miki Ando ihr Debüt gab, ihre Premiere nach zweijähriger Pause. Unglaublicher Aufwand, was da getrieben wird um Miki Ando. Die gibt eine Pressekonferenz nach der anderen. Das ist schon gewaltig. Das ist ein typisches Element, dass der Zweifach-Twist nur zweifach gezeigt wird, weil das Paar noch relativ jung ist. Und das ist im Paarlauf für neue Paare schon eine ganz dicke Herausforderung. Tja, das war für Narumi Takahashi und Ryuichi Kihara kein unwichtiges Kurzprogramm. Japan hat nämlich noch keinen Startplatz für die Olympischen Spiele. Und das soll dieses Paar ermöglichen. Ja, ich denke, die Chancen stehen gut, haben sich gut präsentiert. Ich denke, für die Kürze der Zeit, die sie zusammenlaufen, wirklich eine anständige Leistung. Ein halbes Jahr jetzt. Das ist ein paar mit Perspektiven. Ob sie es schaffen, in die Regionen von Tran Takahashi zu kommen, die ja zumindest den dritten Platz einmal bei den Weltmeisterschaften belegt haben, ist eine andere Frage. Aber die haben zumindest in Japan nicht den Stress, sich intern durchsetzen zu müssen. Ja, da haben die Männer den Stress, da haben die Damen den Stress. Aber die Paarläufer definitiv nicht. Deshalb wäre es ja schön, wenn die beiden das schaffen würden. In der bereinigten Liste müssen sie unter 4 sein. Ja. Ich denke auch für den Paarlauf generell. Das Paarlaufen hat ja so ein bisschen das Problem, dass nur wenige Länder wirklich vorne mitmischen. Die
Top Ten teilen sich praktisch China, Japan, China, Amerika, Kanada und dann... Und Deutschland. Mal ein oder anderes Land, das dazu kommt. In Deutschland natürlich jetzt in den letzten 10 Jahren durch Savchenko, ja. Scholkowy, aber vom Prinzip sind die drei großen Länder da schon dominierend. Erstaunt bin ich ja über den Zuschauerzuspruch hier in Oberstdorf. Ja. Also das ist phänomenal. Ein Donnerstagnachmittag, vielleicht nicht das ideale Wanderwetter momentan. Das ist genau der Punkt. Und da bleiben die Wanderstiefel geschnürt im Keller der jeweiligen Hotels und Pensionen. Das Ganze ist sozusagen umgekehrt wetterabhängig. Hat was. Ja, schlechtes Wetter macht viel Zuschauer. Aber eines, Henrik, ist auch, glaube ich, nicht einfach. Mhm. Jetzt so eine Olympia-Qualifikation bestreiten zu müssen, man muss quasi in Topform sein, Ende September und soll dann noch in Topform sein im Februar. Ja, aber ich denke, für viele Paare ist das hier der eigentliche Höhepunkt, die Qualifikation zu schaffen. Also 49,42 Punkte und das macht für das japanische Team Platz 3 im Augenblick und Platz 2 insgesamt gesehen, weil wir, wie gesagt, Davis, Brubaker rausnehmen müssen. Und auch die Kanadier, also macht es Platz 1. Ja, in der Qualifikation Platz 1.